So, das ist der erste Tag. Wir haben 7 Uhr. Ich bin so verdammt müde. Ich hasse aufstehen. Wieder schlafen. Muss ich jetzt aufstehen? Warum ist Schule so verdammt früh? Ich weiß, es gibt Kinder, die müssen dann noch viel, viel früher aufstehen. Aber ähnlich wie bei Recording Space Fox ist es bei mir physikalisch unmöglich, da ich früher aufstehe. Das würde das Raumzeit-Continuum komplett zerstören. Naja. Also, muss ich jetzt fertig machen, was essen. Also Kaffee. So, wie ihr sehen könnt, habe ich mich jetzt auch schon mal fertig gemacht. Meine Haare vor eine Minute gekämmt und sie sehen wieder total beschissen aus, naja. Auf jeden Fall, ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute um 19 Uhr gehe ich in den Hobbit 2 auf Englisch. Zum ersten Mal, da ich einen Film im Kino auf Englisch sehe, leider nicht in HFR 3D, aber dafür sind sie auf einem 5.1 Soundsystem. Was ihr dann im Hintergrund hört, ist ein Typ von meiner Wohngruppe, den ich gerade ausgesperrt habe, weil er mich genervt hat und ich absolut konsequent am Morgen bin. Genau. Richtig. Ich habe keinen Bock auf Kram. Ich mache das total fertig. Naja, auf jeden Fall ist mit dem Kaffee jetzt nicht mehr geklappt. Ich, Mann, das regt mich schon so ein bisschen auf mit den Haaren. Die sind auch. Das bringt alles gar nichts. Sieht immer scheiße aus. Naja, wurscht. Oh Gott, nicht wurscht. Muss ich mich gleich drum kümmern. Jetzt mache ich erstmal 5000 Liegestützen und 10.000 Kniebeugen und renn dreimal im Block. Und dann geht's in die Schule. Und jetzt bin ich zu spät. Scheiß Kaffee. Ganz kurzes Update hier. Eigentlich dürfte ich ja eigentlich hier gar nicht filmen, aber ja, gerade Pause, schön Lenzflares. Alles in Butter. Der Kutter war kaputt. Die Waage von Tonis Mutter. Ja, wir haben jetzt Kunst. Ich bin scheiß müde. Ich will wieder einen Kaffee haben. Ja, nachdem ein kleiner Junge von meiner Gruppe einen Heulkampf gekriegt hat, weil der liebe Jennifer seine Lego-Figur von Jabba Fett kaputt gemacht hat, gibt es jetzt Essen. Da freue ich mich natürlich drüber, denn jetzt schaufel ich endlich mal richtig was mich rein. Danach bringe ich noch ein Päckchen weg und tue einen Kuchen für einen Kumpel backen, der Geburtstag hat und wir den in der Gruppe nachfeiern. Das freut mich schon mal, nicht in der Gruppe, in der Klasse morgen. Das machen wir so, das ist ziemlich chillig gemacht. Und ich fühle mich ja voll cool mit dieser Position und wuchschel hier die ganze Zeit rum. Anzumerken bleibt außerdem, dass wir den 16. Dezember haben und es draußen gefühlte 20 Grad hat. Und verdammt normal, es ist so scheiße warm. Es ist so schön kühle Luft und alles. Aber es darf nicht sein. Es sollte Schnee liegen und alles. Ich bin verwirrt. Naja, ich melde mich dann nochmal, falls was zu erzählen gibt. Ja, ich sitze jetzt hier in der prallen Hitze. Ich bin, glaube ich, auch relativ überbelichtet gerade. Und habe schon mal einen Pulli und meine beiden Jacken ausgezogen, die verdammt schwer sind, weil es am 16. Dezember verdammt heiß ist. Es war richtig heiß. Ich werde gerade voll geblendet von der Sonne. Ich muss dieses scheiß Blatt hier zu Ende schreiben. Das ist total nervig. Ich zeige euch das mal ganz gut. Schaut doch mal. Ist ja das hier blendet. Gott. Ich kapiere das nicht. Also, das ist jetzt schon sehr krass. Auf jeden Fall muss ich jetzt den Scheiß fertig schreiben, dann bringe ich dieses Paket zur Post und dann, ja, dann backe ich. Backe. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, das Päckchen wegbringen. Ja. Ja, das Päckchen ist verschickt und es sind nur noch wenige Stunden bis zum Hobbit und ich werde ganz heimlich zu drehen. Ich habe immer noch nicht so ganz viel gesagt. Die Stimmung passt noch nicht ganz so. Das Wetter ist nicht schlechter geworden. Es kommt jetzt ehrlich gesagt schon wie so ein kleiner Sommerabend rüber. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Immer noch allerschönstes Wetter draußen, auch wenn die Sonne mittlerweile unter das Skyline, will ich jetzt nicht sagen, aber unter den Gebäuden von Augsburg verschwunden ist. Naja. Auf jeden Fall gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, ich melde mich dann nochmal kurz vorm Hobbit wieder oder wenn es irgendwas Wichtiges gibt. Jedenfalls kann es bald losgehen. Ja, hier bin ich dann jetzt, auch wenn die Vorfreude
jetzt mittlerweile sehr gestiegen ist. Bin ich nicht mehr ganz so hibbelig, nicht mehr ganz so fanboyig wie letztes Jahr. Ich bin schon sehr froh und bin sehr gespannt, wie es wird. Aber dazu gleich mehr, hinter der Collage vielleicht noch ein, zwei Sachen. Bin jetzt aber hier angekommen bei der City Galerie in Augsburg. Hier läuft halt immer dann auf Englisch und ja, es kann dann gleich losgehen, ne? Das mit dieser Collage im Hintergrund bringt jetzt nicht mehr so viel, denn ich will da schon direkt rein. Deswegen sage ich jetzt, ich freue mich bestimmt und wir sehen uns dann nach dem Film. Ja, frisch aus dem Kino und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht ganz so geflasht wie beim letzten Mal. Wahrscheinlich aber auch, weil ich einfach aus diesem Feeling des Flashens raus bin. Ich kriege das irgendwie nicht mehr ganz so mit, aber er war schon richtig fett und... Die kleinen Fehler, die mich so ein bisschen stören, oder die Sachen, die ein bisschen übertrieben waren, die ich darüber nachdenke, vor allem auf die Zukunft oder auf die Vergangenheit der Story zu bezogen, finde ich die sogar noch immer besser. Ich muss einfach sagen, der Film gefällt mir vom Hobbit bis jetzt am besten. Und ich muss sagen, also bis auf den ersten Herr der Ringe vielleicht finde ich den auch generell am besten, weil er einfach dieses Feeling am besten überkriegt mit einem, jetzt diesen Gegner, diesen über alles stehenden Gegner, den Drachen, mehr in den Vordergrund rückt, was etwas Elementares war, was es halt zwar auch in Herr der Ringe gab, aber da nicht so wirklich, weil dieser Gegner nie gesprochen hat und das ist halt jetzt der Fall. Und Benedict Cumberbatch haut so rein, der hat so eine Badass-Stimme und ich habe während des ganzen Films auf den Satz I am King under the Mountain gewartet. Wie gesagt, ich habe ihn im Original geguckt, unbedingt machen. Und da warte ich und da warte ich und da warte ich und da passiert einfach nichts. Und dann irgendwann fängt er an mit so einer Ich-Kette, wo er sagt, ich bin der, ich mach dies und dann am Ende I am King under the mountain. Und Tolkien sagt dann nur, ey, du hast kein Königreich oder das ist nicht dein Königreich. So geil gemacht. Und vor allem das Ende. Das Ende ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gab zwei Enden. Ich spoilere jetzt nicht, wie sie sein werden. Auf jeden Fall. Also das ist schon sehr geil gemacht worden, vor allem weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, dass anders kommt, dass sie so gegen das Buch verstoßen, dann hätte ich ihn gehasst. Aber nein, das Ende war genial, genauso wie ich es haben wollte. Und noch kurz zum Anfang gesagt, und das soll jetzt nicht meine richtige Review sein, am Anfang, gleich in der allerersten Szene, kommt Peter Jackson vor. Also immer schön drauf achten, wenn ein Typ mit der Karotte rumläuft, das könnte unmöglich er sein. Aber so ein Zeug müsst ihr ja auch größtenteils selber finden, deswegen sage ich da auch gar nicht mehr zu. Der Tag ist vorbei, es war ein echt langer und anstrengender Tag, muss ich sagen, weil es noch viele Kleinigkeiten gab, über die ich jetzt nicht berichtet habe. Aber an sich fand ich das alles schon ganz nice und ja, jetzt darf ich es erstmal schneiden und dann schauen wir mal. Morgen ist ja ein neuer Tag und da gibt es dann bestimmt ganz viele neue Sachen und ich, naja... Ich muss mir jetzt was anderes anhören.